Ja, herzlich willkommen miteinander. Ich würde sagen, wir kommen so langsam zur Ruhe. Sucht euch noch Plätze, sind noch einige da und wir können auch gerne noch Stühle nachstellen, wo was fehlt. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen miteinander. Oder wie sagen wir das hier in Ostfriesland? Der Josef muss ja wissen, wo wir hier sind. Also noch ein bisschen Moin. Ja, genau. Ja, wir begrüßen euch alle herzlich zum ersten Abend von unserer Gartenevangelisation 2022. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, in diesen schönen Garten. Ja, teilweise von nah und teilweise auch von fern. Einige, ja, ganz aus dem anderen Ende von Deutschland. Das ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren. Da war ich auf einer ganz ähnlichen Veranstaltung und ehrlich gesagt war mir gar nicht bekannt, wozu das Ganze. Was ist das überhaupt, Evangelisation? Und deswegen möchte ich da mal kurz das erläutern. Das Wort Evangelisation kommt von Evangelium. Ich musste es nachgucken, griechisch Evangelion. Und das bedeutet frohe Botschaft. Und in dieser frohen Botschaft geht es ja vor allem um das Leben von Jesus Christus, aber auch um sein Sterben und anschließend, was alles geschehen ist, die Auferstehung und ja, was er alles getan hat für dich und für mich. Und ja, wieso am Ende ausgerechnet Jesus? Wieso kein Buddha oder was anderes, eine andere Richtung? Das wollen wir heute Abend ein bisschen in Fokus rücken. Genau dieser Jesus, der sagte auch von sich: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So steht es im Johannesevangelium 14, Vers 6. Und was das bedeutet, das wird der Josef euch später dann in seiner Predigt erklären. Und wir wollen uns jetzt gemeinsam an ihn wenden, an Jesus Christus im Gebet. Herr Jesus, wir wollen dir Dank sagen, dass du auch Bewahrung geschenkt hast auf den Wegen, dass du uns hier heute hergeführt hast, dass das Wetter ja stabil scheint. Und ich möchte einfach Dank sagen für all die Zusagen, die du uns gegeben hast in deinem Evangelium, wo wir heute Abend noch mehr von erfahren werden. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns allen Aufmerksamkeit schenkst, dass du all das wegnimmst, was vielleicht stört an Problemen oder Dingen, die wir in unseren Köpfen haben. Ich möchte dich darum bitten, dass du Josef auch da hilfst, dass du ihm die richtigen Worte schenkst. Und damit es wirklich verständlich für uns alle ist. Und ich möchte dich auch am Ende noch besonders um das Gelingen mit der Technik bitten. Und nun, ja, ich bitte dich um deinen Segen für diesen Abend, für uns alle und auch für spätere Gespräche. Amen. Dieser erste Abend unterscheidet sich ein bisschen vom Rahmenprogramm von den anderen Abenden. Wir haben das ein bisschen so angepasst an Jüngere unter uns, so ein bisschen von der Liedwahl her. Aber zugleich freuen wir uns natürlich auch über jeden einzelnen Besucher, ganz gleich wie alt er ist. Und um das mal ein bisschen deutlich zu machen, wollen wir mal eine kleine Umfrage starten. Und das wird sich auch lohnen für zwei Leute unter euch. Und da möchte ich euch um Mitmachen bitten. Wer von euch ist denn über 12? Vielleicht mal die Hand hochheben. Ja, sind das alle? Ist da jemand unter 12? Wo denn? Oh.
Dann bekommst du ein Buch von mir. Bitteschön. Ja, in diesem Buch, da geht es vor allem so um die Bibel und da werden so einzelne Personen erklärt. Ich denke, das ist ganz interessant, was sie so gemacht haben in ihrem Leben, was man so über sie weiß. Das finde ich eigentlich ganz wertvoll. Vor allem habe ich es auch in meinem eigenen Leben gelernt, wie wertvoll dieses alte Buch ist, wie aktuell es immer noch ist. Und jetzt wollen wir mal weitermachen in die andere Richtung. Wer von euch ist denn über 19? Ja. Wer von euch ist denn über 27? Ja, sind immer noch einige. Ich hau da jetzt mal einen Flach drauf. Wer von euch ist über 45? Ja, ich glaube, ich muss da noch ein bisschen drauflegen. Und wer ist über 70? Ja, jetzt werden es weniger. Und über 80? Ja. 81? 82, 83, 85, 86. Ja, da ist nur noch einer. Bitte schön. 86 ist er. Über. Über 87, noch nicht ganz. Ja, das ist ein Andachtsbuch von Johannes Trauernicht. Der kommt ja auch aus Ostfriesland, ist Missionar in, ich glaube, Südafrika. Ein ganz interessantes Buch mit einer Seite für jeden Tag. Sehr, sehr wertvoll. Ja, und jetzt noch kurz zum weiteren Ablauf dieses Abends. Wir singen gleich gemeinsam drei Lieder und danach folgt noch ein Interview, wo es vor allem so darum geht, ja, wie sich ein Leben ja entwickeln kann mit Jesus und vielleicht auch ohne. Und wir singen jetzt noch mal gemeinsam drei Lieder. Das erste Lied über alle Welt.
Ja, jetzt wollen wir ein kurzes Interview gemeinsam führen mit Stefan. Ja. Geht das? Nee, ist er denn? Ja. Ja, er wollte sagen, Stefan Peters, das bin ich. Genau, wenn man da nicht unterbrochen wird. Ja, schlimm. Stefan, magst du am Anfang vielleicht kurz was über dich erzählen, vielleicht was Persönliches? Ja, gerne. Meinen Namen kennt ihr schon. Manche kennen mich auch, die hier sitzen. Ich bin gut 41 Jahre, habe eine liebe Familie, die auch da ist, eine Frau, drei Kinder und bin Altenpfleger und arbeite in einem Pflegeheim. Genau. Stefan, du bist ja ein bisschen schmutzig. Ich glaube, da kommen wir später im Gespräch dazu, was du heute gemacht hast. Stefan, bist du schon früh in deinem Leben in Kontakt gekommen mit dem christlichen Glauben? Ja, kann man sagen. Also ich bin eigentlich in einer behüteten Familie aufgewachsen, mit zwei Brüdern und meinen Eltern natürlich. Meine Eltern haben mich wirklich auch schon früh zum Kindergottesdienst geschickt, durfte ich besuchen. In der Kirche war immer zweiwöchentlich, das weiß ich noch. Ja, und wie das denn so ist, in altersentsprechenden Gruppen ist man so dabei. In der Jungschar war ich. Ich bin dann konfirmiert worden und ja, nichts und. Das war es eigentlich. Genau. Und ja. Ich bin eigentlich meinen Eltern ziemlich dankbar dafür, dass sie das so gemacht haben, dass sie mich so dahin geschickt haben. Darf ich da noch mal ein bisschen nachfragen? Was bedeutete dir denn der Glaube so in deiner Jugend? Gab es da vielleicht auch mal Zeiten, wo du dich davon entfernt hast? Ja, also der Glaube war für mich eigentlich immer schon ein Thema. Also ich war, habe mich eigentlich immer dahin gezogen gefühlt. Vielleicht auch dadurch, dass ich die Gruppen besucht habe. Da wurde ich halt mit Gott in Kontakt gebracht oder mit dem Glauben. Und es war immer irgendwie, ja, war was für mich. Also ich habe es nicht abgetan, sondern es hat mich irgendwie erreicht. Ich hatte so die Antenne für Gott, habe ich das mal so gedacht. Und es hat mich angesprochen. Ich habe auch so, gibt ja so Andachtsbüchlein, so für jeden Tag, was du gerade schon sagtest. Habe ich auch gern gelesen, mal mehr, mal weniger natürlich, aber doch hatte ich auch dabei. Und das war eigentlich, ja, so in der Kindheit habe ich mich da gut mit beschäftigt. Irgendwann fängt dann ja die Pubertät an, weiß man ja. Und ja, die habe ich so gelebt, dass ich mich eigentlich ein bisschen mehr so zurückgezogen habe. Ich bin eher zu Hause geblieben, habe nicht so die Gruppenstunden besucht, habe eigentlich eher so mich selbst beschäftigt mit irgendwelchen Dingen. Und der Glaube hat sich eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Ich hatte eigentlich da nicht mehr so ein Interesse. Aber irgendwann ist die Pubertät zu Ende, glücklicherweise. Und bei mir war es dann so, dass ich dann auch wieder Lust hatte, unter Leute zu gehen. Ich wollte wieder ein bisschen unterwegs sein, hab Kontakt gesucht zu Menschen. Und das Schöne war, meine Brüder, die beide jünger sind, die gingen in einen Jugendkreis. Und die Leute aus dem Jugendkreis, die waren auch öfter mal bei mir zu Hause oder bei uns zu Hause. Und die haben mich immer mal angesprochen, gesagt: Stefan, Mensch, komm doch auch mal. Und immer war ich so, weiß ich nicht, nö. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt: Och, warum nicht? Ich gehe mal mit. Und das war eigentlich so mein erster Kontakt wieder so, dass nach der Pubertät mit, ja, mit Gleichaltrigen, was heißt Kontakt, aber so, dass ich da auch mal hinging und sagte: Mensch, da fühle ich mich wohl. Da war ich dann im Jugendkreis von der Gemeinschaft und bin da gerne hingegangen. Und ja, das war freitags immer. Und in Lammertsfehen gab es noch einen anderen Jugendkreis von der freien Gemeinde. Und der war samstags und da bin ich dann auch hingegangen. Ne? Freitag, Samstag passt. Und da habe ich noch wieder ein paar andere Leute kennengelernt. Aber es mischte sich auch alles so ein bisschen. Und irgendwann war ich dann, bin ich auch mal zum Gottesdienst eingeladen worden, der auch dort ist. Ja, hatte ich Freitag, Samstag, Sonntag was. Ja, und da war ich eigentlich gerne dabei. Und so habe ich auch, ja, eine Gemeinde, eine freie Gemeinde kennengelernt und Geschwister dort, die ja wirklich den Glauben ernst nahmen, also die den Glauben gelebt haben. Es war nicht nur ein Sonntagsmorgenstreff, sondern es war ein Glaube, der gelebt wurde, fand ich. Und das hat mich wirklich sehr, ja, angezogen. Das hat mich beeindruckt. Und das war eigentlich so das, was ich auch, ja, immer schon gesucht hatte. Gemeinschaft mit Menschen, die glauben und die das wirklich ernst meinen. Und das habe ich da so gefunden. Vorher muss ich sagen, das war ja im Jahr 2000, schon ein paar Tage her. Da war ich, wie gesagt, ja wieder ein bisschen mehr unter Leuten. Und wie das hier in Ostfriesland so üblich ist, gibt es dann auch viele Zeltfeste und Feuerwehrfeste, Schützenfeste, sowas alles. Und da war immer was los, auch am Wochenende. Und
irgendwie habe ich in der Zeit auch Gefallen daran gefunden, dorthin zu gehen, zu feiern und dann auch ein bisschen Alkohol zu trinken, mit Leuten auch Gemeinschaft zu erleben, aber irgendwie auf eine andere Art. Das war auch so ein bisschen, ja, mein Werdegang, sag ich mal, für das Jahr. Aber sag mal, wenn es Herbst und Winter wird, dann wird das wieder weniger, dann sind die Zeltfeste nicht mehr so oder die sind gar nicht mehr und dann bin ich da auch irgendwie wieder rausgegangen, beziehungsweise nicht mehr hingegangen, war ja nicht mehr. Und Gott, ich sehe das auch so, Gott hat mich da auch wieder ein bisschen rausgezogen und er hat mich eigentlich mehr in die Gemeinde gezogen und in immer mehr auch unter Christen und da fühlte ich mich wohl und ja, da gehörte ich irgendwann dann auch so dazu. Als wir das so per E-Mail durchgegangen sind. Haben wir gar nicht, musst du nicht verraten. Wir sind doch unter uns. Sein. Achso. Ja, wir sind unter uns. Da hast du beschrieben, dass du irgendwann mal auf einer ganz ähnlichen Veranstaltung wie dieser warst und hast dich da sogar beteiligt. Und wie ist das abgelaufen? Wie war dieser Abend für dich? Ja, das war 2001, da hat unsere Gemeinde auch so das wie heute Abend durchgeführt, allerdings im Zelt. Herbert weiß Bescheid. Damals, 2001, haben wir eine Zeltevangelisation gemacht in Lammertsfehn. Und da war ich, wie gesagt, in der Gruppe dabei, habe mich engagiert, habe mitgeholfen und habe mich gefreut, dabei zu sein. Genau, und an jedem Abend war ich eigentlich dabei. Und der Prediger, der war wirklich sehr eindrücklich, fand ich. Und ich habe die Predigten gehört und ich habe an einem der Abende begriffen, etwas, was ich vorher noch nicht begriffen hatte, was ich noch nicht so gemerkt hatte. Die Predigten waren wirklich sehr eindrücklich und ich sehe das so im Nachhinein auch so daran, oder dass Gott so in mein Herz gesprochen hat, dass er mich angesprochen hat. Und ich habe nämlich gemerkt, das, was ihr auch gerade merkt, dass ich eigentlich doch ziemlich schmutzig bin. Ja, ich habe ziemlich ein dreckiges Hemd heute Abend an und das soll auch mein Leben damals so verdeutlichen. Ich war schmutzig. Unansehnlich, stinke ich auch noch. Und das war mir vorher eigentlich nie klar geworden. Das ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Gemeint ist damit, dass ich Sünder bin. Das wurde mir klar. Jeder Mensch ist Sünder, von Anfang an. Wenn er auf die Welt kommt, hat er praktisch schon ein schmutziges Hemd an. Und je mehr Tage wir erleben, desto schmutziger wird auch unser Hemd. Wir kriegen es nicht sauber. Und vielleicht ist man dabei zu versuchen, den einen oder anderen Fleck wegzuwischen und irgendwie sauber zu machen. Aber doch kommen doch irgendwie mehr Flecken dazu, als man wegkriegt. Und letztendlich ist es uns Menschen nicht möglich, unser Hemd, das heißt unsere Sünden, loszuwerden. Und das habe ich an dem Abend so für mich und mein Leben begriffen, dass ich ja wirklich Sünder bin und mein Hemd alleine nicht weiß kriege. Und der Unterschied ist, Gott im Himmel hat ein strahlend weißes Hemd an. 100% weiß, so wie in der Persil-Werbung. So ähnlich könnte es aussehen, ja. Und ein dreckiges Hemd und ein schmutziges Hemd würden wir auch nicht zusammen in den Schrank hängen. Das passt nicht zusammen. Das geht nicht zusammen. Und somit ein Sünder kann auch nicht in den Himmel kommen zu Gott, der ein weißes Hemd hat. Und was macht man? Versucht man, es wegzukriegen? Geht nicht. Und das, was ich verstanden habe, ist, dass ich meine Sünden wegtun muss. Ich durfte mein Hemd ausziehen. Das hat Jesus mir weggenommen. Das hat er mit all dem Dreck hat er weggetan. Und das, was ich annehmen durfte an einem der Abende, war eben dieses neue Hemd. Mit dem Mikro in der Hand. Soll ich dir das mal abnehmen? Ist ja nichts reden. Jesus hat mir ein neues Hemd gegeben. Ja, und es ist wichtig, dass wir nicht versuchen, unser dreckiges Hemd, das heißt unsere Sünden, irgendwie abzuwaschen oder loszuwerden alleine durch irgendwelche Anstrengungen, sondern wir sollten uns ein neues Hemd schenken lassen von Jesus. Das habe ich begriffen, das nennt man ja Bekehrung. Und das habe ich 2001 gemacht. Ich habe mich zu Jesus bekehrt und habe ihm meine Sünden gesagt, habe gesagt, hier Jesus, nimm das Hemd. Tu es weg, gib mir ein neues. Also so, wenn man versucht, gut zu sein, so gute Werke zu tun und so, das hilft da nicht. Dann bekommt man so ein Hemd nicht wieder sauber. Nee. Dann kannst du weg, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr, das stimmt. Ja, in der Bibel, da steht ein Satz, den ich für heute Abend auch rausgesucht habe.
Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Stefan, wie war das denn in deinem Leben? Hat sich danach was verändert? Kannst du das so bestätigen oder würdest du sagen, das stimmt so nicht? Doch, stimmt. Klar. Und ich durfte von da an wirklich, ja, das, was ich schon als Kind so geglaubt habe, durfte ich jetzt wirklich fassen. Und ich durfte an Jesus glauben und mit ihm gehen. Und ja, Jesus hat mich wunderbar geführt. Ich bin ihm wirklich dankbar für all das, was ab dann in meinem Leben geschehen ist. Und er hat mich gut versorgt. Und ich bin froh, dass ich diesen Schritt getan habe, dass ich dieses Hemd habe. Und ich weiß auch, dass ich mit diesem Hemd, beziehungsweise mit so einem dreckigen Hemd, mit Sünden, nicht zu Gott kommen könnte und im Himmel sein werde, sondern nur wenn Jesus dir und mir ein neues Leben gegeben hat, dann können wir oder dann dürfen wir wissen, dass wir in den Himmel ankommen werden, wenn wir hier die Augen zumachen. Also das heißt ja, man macht vielleicht trotzdem noch Fehler, aber durch Jesus wird das Hemd weiß bleiben. Genau. Die Fehler, die dann passieren, die können dieses weiße Hemd nicht mehr beschmutzen, sondern ja, die gehen an Jesus und er hat dafür bezahlt, er nimmt sie weg. Und ja, wir dürfen sicher sein, wer sich bekehrt, wer einmal Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der darf sicher sein, auch bei ihm einmal anzukommen. Möchtest du noch was jemandem mitgeben, eine Frage, irgendwie einen Satz oder sowas? Ja, also meine Erkenntnis, die ich da gewonnen habe, ist wirklich, dass wir selber unsere Sünden nicht wegkriegen. Keine Chance. Es geht nicht. Also egal, was wir tun, es gibt kein Punktekonto, wo wir sagen, wir sammeln Minuspunkte und können durch Pluspunkte wieder ausgleichen. Das geht nicht. Sondern wir müssen uns von Jesus ein neues Hemd, ein neues Leben schenken lassen. Nur so geht's. Ja, danke Stefan für diese Geschichte aus deinem Leben. Geht mal her, ich häng's so wieder auf. Jetzt singen wir noch ein gemeinsames Lied. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Lied heißt. Und danach kommt dann die Predigt von Josef, der übrigens auch ziemlich weit hergefahren ist aus Kassel. Und das war alles sehr knapp. Er kam um 6:50 an. Wir waren sehr dankbar, dass er dann noch pünktlich hier war. Also wir singen jetzt mutig, komme ich vor den Thron.
So, einen wunderschönen guten Abend. Es ist schon etwas sehr Besonderes, hier zu sein. Also so in dieser Form habe ich das auch noch nicht erlebt. Es hat was. Hat irgendein Flair. Ich kann es kaum beschreiben, so unterm freien Himmel hier zu sitzen. So eine Abendstunde und jetzt singen. Und wir dürfen uns über so ein gewichtiges Thema Gedanken machen. Ja, mich will die Frage, ja, wo soll ich eigentlich anfangen? Es gibt so viel zu sagen. Vielleicht beginne ich damit, ja, 2001, da habe ich mich auch bekehren dürfen. Also wir haben im gleichen Jahr, wir sind geistlich gesehen, ja, von der geistlichen Geburt gleich alt. Wir haben ja, im gleichen Jahr das Licht des geistlichen Lebens erblickt, könnte man sagen. Mir ist das mit dem Hemd anfangs gar nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, das ist irgendwie, kennt ihr das so, wenn T-Shirts oder Hemden gebartigt sind? Ich habe gedacht, das gehört so, tatsächlich. Und das hat mich an eine Geschichte erinnert, das passt sehr gut, von zwei Brüdern, und das waren so, ja, die waren stadtbekannte Halunken, ja, also wirklich, die saßen nicht nur einmal in der Ausnüchterungszelle und Prügeleien und so weiter, und hier und da so krumme Geschäfte am Laufen gehabt. Und eines Tages ist einer von diesen leider gestorben. Und ja, sein Bruder, der wollte alles arrangieren, die Beerdigung. Geht zum Pastor dort. Und dann am Ende des Gespräches sagt aber etwas. Da ist der Pfarrer, der Pastor, ja, fast von seinem Stuhl gefallen. Er hat nämlich gesagt, Herr Pastor, ich möchte, dass Sie am Grab meines Bruders sagen, dass er ein Heiliger war. Und er dachte, hat das mal ja, nach Luft gerungen, nach Luft geschnappt und jeder weiß, was ihr für Leute seid. Ja, richtige Schlägertypen und Trinkbolde und Raufbolde. Ich kann doch nicht, Herr Pastor, ich gebe Ihnen 20.000 Euro. Und dann soll ich deinem Bruder heilig sprechen, ja? Ja, wir machen 30.000, aber machen Sie das bitte. Und der Pfarrer überlegt und sagte, okay, wir machen das. Ich mache das. Und es hat sich tatsächlich herumgesprochen. Es kam zum Tag der Beerdigung, viele haben sich versammelt. Der Pastor geht nach vorne und sagt, wir kennen diesen Mann. Er war ein Betrüger, ein Schlägertyp. Ein Trinker, aber im Vergleich zu seinem Bruder ist er ein Heiliger. Das ist, ja, es hängt immer davon ab, mit wem oder was wir uns vergleichen. Es hängt immer vom Vergleich ab. Und wir wollen uns Gedanken machen über Jesus, den Sohn Gottes. Da wollen wir uns gleich ein paar Gedanken drüber machen, was das überhaupt heißt. Sohn Gottes zu sein, weil er sagte nämlich, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ganz bedeutend. Und erst im Vergleich mit Jesus, der das Spiegelbild Gottes ist, kann man sich selbst erkennen. Dann kann man auch erkennen, dass das Hemd schmutzig ist, dass ich schmutzig bin. Ich brauche Reinigung, ich brauche Vergebung, ich bin nicht vollkommen. Mit einem Wort, ich brauche Gnade. Nicht Gerechtigkeit, sondern Gnade. Und das ist etwas ganz, ganz Wundervolles mit Jesus. In ihm offenbart sich etwas, ja, was heißt etwas, das ganze Wesen Gottes, nämlich Gnade und Wahrheit. Diese beiden Sachen. Der Herr Jesus hat mal seine Jünger losgeschickt, seine Schüler. Und als sie zurückgekommen sind, hat er sie gefragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und sie haben dann zwei Propheten aus dem Alten Testament genannt. Ja, die einen sagen, du bist Elia. Und die anderen sagen, du wärst Jeremia. Oder Johannes der Täufer und so weiter. Aber dass man ihn einmal mit Elia vergleicht und dann mit Jeremia, das ist vielsagend. Also, wer ein Bibelleser ist, der weiß das. Elia, das war ein Unerschrockener.
wahrheitsliebender, zum Teil ein bisschen angriffslustig und vor allem unerschrocken. Er hat sich vor den damaligen König seiner Zeit hingestellt, den König Ahab, schrecklich gottlos, und hat ihm einfach seine Vergehen vorgehalten. Er hat sich hingestellt und das versammelte Volk hat er aufgerufen, sich zu entscheiden. Entscheidet euch. Wollt ihr diesen schrecklichen Götzen folgen oder dem lebendigen Gott? So einer war das. Furchtlos, unerschrocken, wahrheitsliebend. Und Jeremia, auf der anderen Seite, er hat den Beinamen der weinende Prophet. Mitfühlend, sanftmütig, belastet mit den Sünden seines Volkes, verfolgt, verspottet. Und mit diesen wird er dann verglichen. Auf die einen hat der Herr Jesus so gewirkt und auf die anderen wiederum ganz anders. Und tatsächlich hat sich die Menge, die ihm zugehört hat, nicht nur einmal gespalten. Die einen sagen, ach, der ist doch besessen, der hat doch einen Dämon. Nein, so hat noch nie ein Mensch geredet. Und das ist einfach nur ein Ausdruck davon, dass in ihm Gnade und Wahrheit zusammengefunden haben. Unbestechliche Wahrheitsliebe. Er hat den Menschen die Wahrheit gesagt. Gleichzeitig war er aber so sanftmütig, dass kleine Kinder ganz unerschrocken zu ihm gekommen sind. Und seine Jünger haben die Eltern dann so angefahren, bringt eure Kinder weg, weg vom Meister. Der hat Besseres zu tun, als sich um eure Kinder hier zu kümmern. Und dann hat er gesagt, wehret ihnen nicht. Ist sogar ein bisschen hier ja, vielleicht mürrisch geworden oder hat gesagt, wehret ihnen nicht. Lasst die Kindlein zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. So war der Herr Jesus. Und wenn man ihm begegnet, dann das hatte ganz erstaunliche Wirkungen. Wenn man ihn erlebt hat oder eben ja, wie Stefan und wie ich das erlebt haben und eigentlich jeder, der eine Bekehrung erlebt hat, eine Lebensübergabe an Jesus. Jeder hat Jesus kennengelernt, von ihm gehört und hat sich selbst erkannt, wie er ist, aber hat sich gleichzeitig so geliebt und angenommen gefühlt. Und das ist das wirklich ganz Erstaunliche am Herrn Jesus. Er hat einem eigentlich, ohne irgendetwas zu machen, nur zwei Möglichkeiten gelassen. Die Menschen haben gemerkt, entweder ich bleibe und bildlich gesprochen kriege ein neues Hemd, ja, entweder ich bleibe und werde verändert oder ich schleiche mich heimlich davon. Aber es geht nicht, ein Leben mit Jesus, dem auferstandenen Herrn, zu führen und derselbe Mensch zu bleiben. Das hat lebensverändernde Wirkungen. Auswirkungen des Herrn Jesus. Und bei mir war das genauso. Das Thema ist ja, warum ausgerechnet Jesus? Und da könnte man so viel sagen. Ich habe mich, wie gesagt, auch 2001 bekehrt. Ich habe einen Hilferuf zu Gott geschickt, zum Gott aus meiner Kindheit. Ich hatte auch diese Phase der Pubertät, ja, wo ich hatte einen Kinderglauben und war wirklich behütet. Und dann in der Pubertät richtig abgestürzt. Ein sehr ausschweifendes Leben geführt mit ja, viel Trinken. Da habe dann das Rauchen angefangen und hatte einen ganz, ganz schlimmen Umgang auch. Und dann mit 22 Jahren, 2001, da war ich am Ende und ich habe zu Gott aus meiner Kindheit geschrien. Ich hatte tatsächlich Todesangst. Ich hatte Angst, dass ich sterbe, weil ich körperlich richtig ja, angeschlagen war. Und ich kann zu seiner Ehre sagen, er hat mich von einem Tag auf den anderen freigemacht von Abhängigkeiten, die da waren. Ich habe gewusst, mir sind die Sünden vergeben. Ich habe gewusst, mein ganzes Leben wird sich verändern. Es wird nichts mehr so sein, wie es ist, weil das war, ich kann es nur ganz schwer beschreiben. Das ist, der Herr Jesus selber spricht von einer neuen Geburt. Er meint damit eine Erneuerung durch den Geist Gottes selbst. Und das ist ähnlich, ja, wie mit dem Vater oder Mutter werden.
Wer nicht Vater oder Mutter geworden ist, der kann das schlecht nachvollziehen, was das heißt. Einer meiner Jugendfreunde von damals, mein bester Freund, Italiener, der Leo, und er ist vor mir Vater geworden und dann hat er versucht, mir das zu beschreiben und hat gesagt, Josef, ich hätte mich vor Freude, und dann hat er nach Worten gesucht, ich hätte mich vor Freude bepinkeln können. Und ich habe gedacht, okay, so habe ich mich noch nicht gefreut. Ja, vielleicht freuen sich Italiener anders. Ja, aber dann tatsächlich, also das kann man nicht in Worte fassen, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Das kann man nicht beschreiben, das ist etwas, das muss man erlebt haben. Und so ist das, wenn man Jesus in sein Leben hineinlässt. Weil die Bibel sagt, allen, die ihn aufnahmen, im Glauben aufgenommen haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, ich nehme Jesus an, als den, der er ist, nämlich der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn er seinen Mund auftut, dann kommt hier göttliche Wahrheit. Dann bekommen seine Worte die höchste Autorität im Denken. Und das verändert den Menschen. Wenn man Jesus annimmt als den, den er ist, der Sohn des lebendigen Gottes, der Mensch wurde und zu uns kam und er sagen konnte, als er gefragt wurde, Meister, zeige uns den Vater und das genügt uns. Und dann sagte er nur, so lange bin ich bei euch, Philippus, und du hast mich noch nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und Jesus, warum ausgerechnet Jesus? Genau darum. Er als Mensch ist eine Offenbarung oder die Offenbarung Gottes. Auf Augenhöhe, von Mensch zu Mensch. Gott kommt zu uns. Da gibt es in England den Richard Dawkins. Viele nennen ihn auch den Papst der Atheisten. Professor in Oxford oder Cambridge, ich glaube Oxford. Und er hat ein Buch geschrieben, der Gotteswahn. Das habe ich mir natürlich gekauft, mich interessiert sowas immer sehr. Ich beschäftige mich sehr gerne mit sowas. Ich habe es aufgeschlagen und vorne stand eine Widmung und ein Zitat aus einem Film oder auch Buch. Und dort stand, ja, reicht es nicht, einen schönen Garten zu sehen und sich an ihm zu erfreuen, das passt ja zur Gartenevangelisation, reicht es nicht, einen schönen Garten zu sehen und sich an ihm zu erfreuen, muss man denn auch glauben, dass es dort Feen und Kobolde gibt? Aber das ist überhaupt nicht die Botschaft des Evangeliums, wie wir gehört haben. Das Evangelium heißt gute Botschaft, eine gute Nachricht, die man empfängt. Das ist nicht die Botschaft von Feen und Kobolden. Ein Garten, der Ordnung aufweist, Struktur, der setzt einen Gärtner voraus. Und die Botschaft des christlichen Glaubens ist, der Gärtner ist in seinen Garten gekommen, in und durch Jesus Christus und hat sich gezeigt. Das hat den Menschen aber nicht so gefallen, nicht allen. Er wurde verspottet, bespuckt, geschlagen und letztendlich hinweg mit ihm, hinweg mit ihm. Weil die Menschen die Finsternis mehr geliebt haben. Der Jesus hat gesagt, ich zeuge der Welt. Ich halte ihnen den Spiegel vor. Sie sehen dieses schmutzige Hemd und das gefällt ihnen nicht. Sie wollen lieber im Finstern bleiben. Drum weg mit ihm. Weg mit ihm. Aber alle, die ihn lieb gewonnen haben, denen hat der Vater, Gott der Vater, besondere Gnade vorgesehen. Und warum ausgerechnet Jesus? Ich gebe da zwei Antworten darauf. Jesus, weil er der einzige Weg ist, den wir gehen können, den wir begehen können. Er ist
Weg, Wahrheit und Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Er ist der Weg, den wir gehen können. Nämlich, wie wir es gehört haben, nicht durch eigene Anstrengung, sondern durch das, was er geleistet hat. Völlig sündlos. Da, wo wir alle versagt haben, hat er sich geheiligt. Er hat nicht das Angenehme des Lebens gesucht. Er, durch den alles geschaffen wurde, der alles erschaffen hat, hat sich erniedrigt und klein gemacht und hat gesagt, ich habe nicht mal einen Stein, auf den ich mein Haupt legen könnte. Die Fußwaschung wird ja fast allen ein Begriff sein. Was hat es damit auf sich? Die Jünger, seine Schüler haben diskutiert, wer ist der Größte, wer wird der Größte sein im Reich Gottes? Wer wird am meisten Herrschergewalt ausüben können? Wer wird angesehen sein und gerühmt werden? Da zog er sein Obergewand aus, band sich, er umgürtete sich, nahm eine Schüssel, füllte sie mit Wasser und dann machte er das, was man dem niedrigsten Knecht im Haus nicht zugemutet hat, die Füße von jemandem anderen zu waschen. Das höchste der Gefühle damals war, dass der Diener gekommen ist, hier Herr, wasch dir die Füße. Das ist vom orientalischen Denken auch ja, so, das können wir vielleicht nicht ganz nachempfinden. Warum sitzen die Orientalen immer mit verschränkten Füßen? Weil auf jemanden die Fußsohlen zu zeigen, das ist eine Beleidigung. Der Kopf ist das Reine und dann wird es immer unreiner, bis zu den Füßen. Das gilt als unrein. Fromme Muslime zum Beispiel, die würden ihren Koran niemals unter der Gürtellinie tragen. Weil das ist ein unreiner Bereich. Die haben ihn immer irgendwo auf dem Schrank, in ein Tuch, auf dem höchsten Platz im Zimmer. Das ist das orientalische Denken. Und dass der Herr Jesus Füße gewaschen hat, das ist ein Unding. Darum lesen wir dann auch von Petrus, der ganz entsetzt ausruft, niemals, Herr, sollst du mir die Füße waschen. Und dann sagt der Herr, wenn ich das nicht mache, dann hast du keine Gemeinschaft mit dir. Ich muss dich reinigen. Das war eine symbolische Handlung. Du brauchst Gemeinschaft mit mir. Du brauchst mich, dass ich dir diene. Und dann steht er auf und sagt, versteht ihr, was ich euch gemacht habe? Was ich an euch getan habe? Der Größte unter euch soll der Diener von allen sein. Bei euch soll es nicht so sein, wie es in der Welt üblich ist, dass die Reichen und Wohlhabenden, die Herrscher, die anderen unterdrücken. Ihr sollt, wenn ihr eine Vorrangstellung bekommt, sie nutzen, mich als Vorbild haben, euch zum Geringsten machen und dienen. Bis dahin, dass ihr euer Leben hingebt für andere, so wie ich es mache. So wunderbar ist der Herr Jesus. So einen Erlöser brauchen wir. Er hat sich klein gemacht, er hat sich geheiligt. Er hat dieses Leben geführt, wo wir alle versagt haben. Und am Ende dieses vollkommenen, heiligen, sündlosen Lebens ist er an das Kreuz gegangen und ist stellvertretend, das heißt, er ist an meiner Stelle an das Kreuz gegangen, an meiner Stelle ist er gestorben. Er hat meinen Platz eingenommen, stellvertretend den Kopf für mich hingehalten, für all das, was mich gerechterweise treffen sollte. Ja, am Kreuz sehen wir auch das ganze Wesen Gottes, weil Gott, und das ist tatsächlich so, die Bibel sagt, ganz einfach und unmissverständlich, Gott ist Liebe. Das ist aber nur die halbe Wahrheit und die darf man nicht als ganze Wahrheit verkaufen. Wenn man eine halbe Wahrheit als ganze Wahrheit verkauft, dann wird das eine ganze Lüge. Die andere Seite der Medaille ist, dass Gott auch heilig ist und gerecht. Gott ist heilig und gerecht. Fällt mir gerade auch etwas ein. Hat mir mein Schwager erzählt. Ein Freund von ihm, der ist Motorrad gefahren, wurde angehalten und der Polizist hat zu ihm gesagt,
können Sie bitte aussteigen? Und dann hat er zu ihm gesagt, reicht es nicht, wenn ich einfach das Fenster runterkurbel? Hat er direkt eine Geldbuße bekommen wegen Beamtenbeleidigung. Ja. Hätte das jemand mir gesagt, diesen Spruch wäre nichts passiert, weil ich in keiner Autorität stehe. Aber das ist ein Staatsbediensteter. Ja. Und so ist das mit den Vergehen, wenn man Gesetze bricht, Verordnungen bricht. Als mit meinen Geschwistern, ja, wenn ich eins meiner Geschwisterlein damals belogen habe, ist mir nichts passiert. Nix, wir waren gleichgestellt. Habe ich aber meine Eltern belogen, die in höherer Autorität waren als wir, dann hatte das Folgen, ja. Da Hausarrest, kein Taschengeld, kein Nachtisch, da gibt es vieles, ja. Obwohl es ein und dasselbe Vergehen ist, eine Lüge. Belüge ich aber einen Polizisten, der in noch höherer Autorität als meine Eltern stehen, dann kann ich ihm mit einer Geldbuße rechnen. So, belüge ich aber einen Richter, der noch über dem Polizisten steht, jetzt kann ich sogar schon ins Gefängnis kommen. Und das Problem bei dem Ganzen ist, dass unsere Vergehen sich gegen Gott selbst richten. Und er hat eine ewige, unendliche Autorität. Und jede Sünde, jedes Vergehen gegen Gott, gegen seine Majestät, hat ewige Konsequenzen. Und darum Jesus. Jesus musste Mensch werden und am Kreuz die gerechte Strafe für uns auf sich nehmen. Er musste, das sagt die Bibel, er musste das werden, was wir sind. Warum? Damit er unseren Platz einnehmen kann, ein Mensch für den Menschen. Gleichzeitig musste er aber Ewigkeitswert haben. Er musste Gott als Mensch unter uns sein. Und das war er. Er musste Mensch, aber gleichzeitig ewig sein. Er musste so klein sein wie ich, aber er musste auch so groß sein wie meine Schuld. Er musste ewig sein. Er musste so groß sein wie derjenige, gegen den ich mich versündigt habe. Und deswegen ist er der einzige ausreichend kleine und ausreichend große Erlöser. Nirgendwo findet man so einen Erlöser, der Gnade und Wahrheit in sich vereint. Am Kreuz, dieses Erlösungswerk des dreieinigen Gottes, kommt das ganze Wesen Gottes wird dort sichtbar, nämlich seine Heiligkeit und Gerechtigkeit, die unbestechlich ist, auf der einen Seite, aber auch seine Liebe, Gnade, Barmherzigkeit auf der anderen. Wie das? Wenn Sie das nächste Mal ein Kreuz sehen, dann denken Sie daran, hier wird das ganze Wesen Gottes sichtbar, nämlich seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit, weil jedes Verbrechen, jede Ungerechtigkeit bekommt seine gerechte Vergeltung. Gott ist gerecht und bleibt es. Er verändert sich nicht, er ist unwandelbar. Und das ist eine erschreckende Eigenschaft Gottes. Jede noch so große oder noch so kleine Sünde bekommt ihre gerechte Vergeltung, aber es kommt auch seine Liebe und Barmherzigkeit hinzu, indem er die Strafe auf sich nimmt und selbst sein Leben hingibt und den für gerecht erklärt, den freispricht, der das Urteil Gottes anerkennt. Ja, ich bin schmutzig, mein Hemd ist schmutzig. Ich habe mich schuldig gemacht. Wenn ich nur daran denke, was in meinem Kopf alles vorgeht, vorgegangen ist, vorgehen kann, worauf wir unsere Augen richten, was in unserem Herzen alles ist, was schon über unsere Lippen gekommen ist. Ich kann zu 100% sagen, hier ist niemand, der nicht selbst schon mal durch Worte zutiefst verletzt wurde. Hier ist aber auch niemand, der nicht schon mal jemanden anderen durch Worte tief verletzt hätte. Hier ist nicht ein einziger Mensch, der nicht gelogen hätte.
ist die Bibel nicht akkurat in ihrer Beschreibung, alle Menschen sind Lügner, Gott allein ist wahrhaftig. Das ist wie mit diesen zwei Ganovenbrüdern. Ja, es geht um den Vergleich, mit wem vergleiche ich mich? Ja, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, ja, die sind viel schlimmer als ich. Aber das ist der falsche Maßstab. Und was ist mit dem Schlechten, was ich getan habe? Wie werde ich das los? Durch Gutes tun? Das ist ein ganz, ganz gefährlicher Trugschluss. Das ist uns bekannt. Kann ein Arzt sich zum Beispiel vor den Richter hinstellen und sagen, Euer Ehren, ich habe mindestens 500 Menschen das Leben gerettet. Die Krankenhausakten, die dokumentieren das, ich kann es beweisen. Gut, den einen habe ich das Leben genommen, weil er was mit meiner Frau hatte. Werden ihn diese 500 Menschenleben retten? Er bekommt seine gerechte Strafe für dieses eine Verbrechen. Oder wo ich jetzt gerade hier so im Norden bin, ja, relativ in der Nähe von Flensburg. Das interessiert doch niemanden, ja, wenn ich sage, aber ich bin doch mindestens schon 2000 Mal bei Rot stehen geblieben. Dieses eine Mal. Das interessiert die herzlich wenig, wie oft ich bei Rot stehen geblieben bin. Ne? Punkte, Geldstrafe, Führerschein weg. Und das ist Gerechtigkeit. Und darum, ja, darum musste Jesus Mensch werden. Ich habe von einem Kollegen von mir, der ist Pastor, der hat eine Geschichte erzählt, die kann uns das wunderbar erklären, warum das notwendigerweise so ist und gar nicht anders sein kann. Er hat gesagt, er hat einmal falsch geparkt, schämen sollte er sich tatsächlich, und hat einen Zettel bekommen, ja, einen Strafzettel. Er kommt zurück und sieht, Strafzettel. Und dann stand da tatsächlich der Name von dem Beamten drauf. Und wer war das? Das war ein Mitglied seiner Gemeinde, der Kirchengemeinde. Und dann geht er zu ihm hin und sagt, oh, schau mal, was ist denn das? Ich bin doch ein armer Pastor und so weiter. Also, kannst du doch nicht machen. Ja, tut mir leid und so. Ja, dann mach's doch einfach weg. Mach das rückgängig. Das geht nicht. Das geht nicht. Einmal ausgestellt ist die Nummer im System, das ist registriert. Wie kann er jetzt gerecht sein und gleichzeitig barmherzig? Indem er die Strafe selber zahlt für den Pastor. Er bleibt gerecht, der Strafzettel wird bezahlt, aber ein anderer bezahlt dafür. Und das ist der Gedanke beim Kreuz, dass der Herr Jesus am Kreuz sein Leben gelassen hat. Und wir können lange, lange suchen, wirklich. Ich komme sehr viel ins Gespräch mit Menschen von anderen Religionen, Glaubensströmungen. Teils sind da auch, ja, war ich schon im Gespräch mit Sekten tatsächlich. Das ist sehr spannend. Aber bei allem wird mir immer mehr klar, dass Jesus tatsächlich der einzige Erlöser ist. Und nur der erlöst werden kann, der Jesus hat. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Schwarz-weiß, ganz einfach. Es darf hier keine Missverständnisse geben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, wird das Leben nicht sehen. Der hat das Leben nicht. Und warum gerade ausgerechnet Jesus? Er ist absolut einzigartig. Wir können lange suchen, viele Gespräche führen mit unterschiedlichen Weltanschauungen, mit Vertretern unterschiedlicher Weltbilder, sonstiges. Was dabei immer herauskommt ist, der Mensch muss Leistung bringen. Drei Sachen. Er muss Leistung bringen, um sich seinen Platz bei Gott zu verdienen. Er muss Leistung bringen, er muss sich das nämlich verdienen. Und wie lange muss er diese Leistung bringen? Sein Leben lang. Es gibt keine spirituelle, keine religiöse Rente. Der Mensch muss sich seinen Platz bei Gott verdienen. Durch Fasten, Pilgern, Spenden, Meditieren, Speiseopfer bringen und was es nicht alles gibt. Er muss sich das verdienen, er muss Leistung bringen und das sein Leben lang. Und zu was führt das? Wir kennen uns alle, wie unvollkommen wir sind. Zu was führt das beim religiösen Menschen? Der sich selbst erlösen muss.
Ungewissheit. Er weiß nie, nie, ob es ausreicht. Im Gegenteil, eigentlich merkt er jeden Tag, ich genüge nicht. Und wenn du in einer Ungewissheit lebst, zu was führt das? Was ist deine Antriebskraft? Es ist Angst. Es ist Angst. Das ist Angst. Und wenn du, wenn sie etwas aus Angst machen müssen, wie zum Beispiel in Diktaturen, wenn sie etwas machen, was sie nicht wollen oder Sachen nicht machen können, die sie gerne tun wollen würden, weil sie Angst haben, weil du Angst hast, dann bist du versklavt. Bei allen religiösen Systemen geht es darum, was soll der Mensch für Gott tun? Beim christlichen Glauben, bei dieser Botschaft von und über Jesus, beim Evangelium, da geht es, da haben wir eine ganz andere Fragestellung, nämlich nicht, was muss der Mensch für Gott tun, sondern was hat Gott für den Menschen getan? Gerade andersherum. Was hat er getan? Genau das, wovon wir gerade geredet haben. Er ist Mensch geworden und er hat das gemacht, wo wir alle versagt haben. Am Ende dieses vollkommenen Lebens ist er an das Kreuz gegangen und erlaubt dir einen Tausch. Jeder Mensch, der kommt und sagt, ja, du bist heilig und gerecht, ich nicht. Ich brauche Vergebung. Und hier wird am Kreuz, hier wird sie mir angeboten. Das ist die ausgestreckte Hand Gottes. Hier erlaubt er mir einen Tausch. Ich bekomme einfach durch das Vertrauen an Jesus, er schenkt mir seine Heiligkeit, seine Sündlosigkeit, seine Gerechtigkeit und im Gegenzug trägt er am Kreuz all den Dreck, den ich verbrochen habe. Hass, Neid, Streit, Missgunst, Rechthaberei, Selbstsucht. All das, was unser Zusammenleben so schwer macht. Überall, wir merken es ja gerade in den Ehen, überall überhaupt, wo Menschen zusammen sind und etwas intimer, etwas enger zusammenleben. Wie schwierig das mit uns ist. Beim besten Willen, der da ist, wird das irgendwie immer schwierig. Und beim Evangelium bei Jesus lautet die Fragestellung, was hat er für den Menschen getan, damit der Mensch zu ihm kommt? Und er ist am Kreuz gestorben. Ich soll das Glauben im Glauben aufnehmen und dann werde ich sofort begnadigt. Nicht lebenslang Leistung bringen und mir meinen Platz erarbeiten durch religiöse Übungen, Gesetze, Rituale und Regelwerke und Zeremonien einhalten, sondern ich nehme es im Glauben und es wird mir geschenkt. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Das hat sich niemand verdient, aber es steht jedem offen. Es ist nur ein Schritt, ein Glaubensschritt weit entfernt, zu sagen, ja, ich brauche Vergebung. Ich sage, ja, du bist für mich gestorben. Ich sage, ja, zu dieser Liebe Gottes, die sich in all dem hier zeigt. Weil der Herr Jesus sagte, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und wenn wir uns das verdienen müssen durch Leistung und das ein Leben lang, werden wir in Ungewissheit leben. Angst wird unsere Antriebskraft sein und wir werden deswegen versklavt sein. Auf der anderen Seite geschieht das sofort. Ich höre dieses Evangelium, diese gute Nachricht, dass Jesus am Kreuz für all das gestorben ist, was ich Schlechtes getan habe, weil er mich so liebt. Und wenn ich das glaube, dann bekomme ich sofort das ewige Leben, Vergebung meiner Schuld. Achten Sie einmal bitte auf die Zeiten, in dem, was Jesus gesagt hat. Er sagte, wer meine Worte, wer meine Botschaft hört und glaubt, wer sie im Glauben annimmt, der hat ewiges Leben. Er kommt in kein Gericht mehr. Er ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Das sind abgeschlossene Zeiten. Er kommt nicht mehr. Er ist abgeschlossen. Sobald man das hört und glaubt, sofort. Das ist
als wenn der Richter den Hammer fallen lässt und ausruft, Freispruch in allen Punkten der Anklage. Und das ist die Freude des Evangeliums, dieses, oh, Gott sei Dank. Ich habe mal einen wundervollen Vergleich gehört, der das schön zusammenfasst und veranschaulicht. Ich habe von einer Klassenfahrt gehört, wo ja, die Schüler auf einer Grundschule auf Klassenfahrt gefahren sind mit einem Bus auf der Autobahn und der ist dann in einen Unfall verwickelt worden. Und die Eltern haben das gehört und wissen nicht, ob ihrem Kind etwas zugestoßen ist. Und kann man sich das vorstellen, ja? Wie die Mutter da auf der Couch sitzt im Wohnzimmer und weint und der Vater ab hin und her läuft. Und sie wartet nur, dass es Neuigkeiten gibt und dann klingelt das Telefon. Der Vater stürmt dran, ja, und dann, ihrem Kind geht es gut. Dieses, Gott sei Dank. Ja. Das ist das Evangelium. Und ich habe das sofort erlebt. Ich habe sofort so eine Freude im Herzen gehabt und so einen Frieden und die feste Gewissheit. Gott hat sich meiner angenommen. Es wird alles neu werden, so wie er gesagt hat. Siehe, ich mache alles neu. Und das schenkt Gewissheit. Ja, hier Ungewissheit, Motivation, Antriebskraft, Furcht, Angst und deswegen Sklaverei. Hier darf ich Gewissheit haben, weil der vollkommene Gott einen vollkommenen Weg der Gnade geschaffen hat, den ich unvollkommener Mensch gehen kann. Und das ruft bei mir was hervor? Liebe. Liebe. Ich mache viele Sachen für meinen geliebten Herrn Jesus. Viele. Ich bringe Opfer, ich bringe Leistung. Und das ist aber der gewaltige Unterschied. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil ich gerettet wurde und ich ihn liebe. Will ich mich lieber totschlagen lassen, als ihm irgendwie abzuschwören? Ich will ihm mein ganzes Leben geben. Warum? Weil ich ihn liebe. Und wenn ich etwas aus Liebe mache und das Opfer, das ich aus Liebe bringe, egal wie groß es ist, wenn es aus Liebe geschieht, dann ist das immer freiwillig. Die Opfer, die man als Eltern für seine Kinder bringt, wenn man sie aus Liebe macht, dann ist das immer freiwillig. Es gibt überhaupt keine größere Freiheit. Es gibt keine Freiheit außer in der Liebe. Wenn man etwas aus Liebe macht, macht man das aus freien Stücken. Angst, die zwingt einen und versklavt einen. Die Liebe, die macht frei. Und das ist der Plan Gottes. Mehrmals wird das wiederholt. Lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Sklaverei bringen. Zur Freiheit seid ihr berufen. Da ermahnt hier Paulus so die Galater, der Brief an die Galater. Die drohten, die standen in der Gefahr, wieder sich durch Werke, durch Leistung, die sie bringen, gutzustellen vor Gott. Lasst euch nicht unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Zur Freiheit seid ihr berufen, zur Freiheit der Kinder Gottes. Und darum geht es heute. Darum braucht man Jesus, weil er frei machen kann. Er sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Er wird die Wahrheit erkennen. Er wird die Liebe Gottes erkennen. Und die ist es, die einen antreibt. Er selber sagte, Paulus war jemand, der die Christen verfolgt hat. Er als strenggläubiger Pharisäer. Er hat die Christen verfolgt. Sie den Gerichten überliefert. Dort wurden sie geschlagen und gezwungen, Jesus zu widerrufen. Und wenn sie es nicht getan haben, wurden sie dann hingerichtet am Ende des Prozesses. Und das hat ihn sein Leben lang nicht verlassen. Aber als er sich aufgemacht hat, bis ins Ausland, sogar nach Damaskus ist er gezogen, um dort die Christen, den Gerichten zu überliefern. Dort ist ihm der auferstandene Herr Jesus erschienen, hat sich ihm in den Weg gestellt. Er war dann danach 3 Tage blind, wurde dann wieder sehend und er ist dann derjenige geworden, der im römischen Imperium den Glauben an Jesus ausgebreitet hat. Am Ende seines Lebens schreibt er, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber warum hat er das getan? Nicht um gerettet zu werden, nicht um vielleicht, wenn er stirbt, eventuell Barmherzigkeit zu erfahren. Nein, hier und jetzt diese feste Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes. Alle meine Schuld ist mir vergeben. Es gibt nichts, das mich vom heiligen Gott trennen könnte. Warum? Weil er selber in und durch Jesus für alles bezahlt hat. Ja, ich habe einen ungeheuerlich großen Schuldenberg angehäuft. Schuld.
angehäuft. Aber Jesus hat bezahlt. Ich bin schuldenfrei. Ich bin unschuldig. Das ist Gnade. Jemand anderes hat für dich, hat für sie bezahlt. Hast du Frieden mit Gott? Hast du die feste Gewissheit, weil das ist, was die Bibel bezeugt. Jeder, der das hat, der hat das Zeugnis in sich, in seinem Herzen. Die Bibel sagt, denn der Geist Gottes bezeugt uns in unserem Inneren, dass wir Kinder Gottes sind. Ich bin auch alles andere als vollkommen, wirklich. Meine Frau kann einiges erzählen. Alles andere als vollkommen. Aber ich lebe unter Gnade. Ich weiß, es ist Gnade da, jeden Tag. Alle meine Schuld ist vergeben. Und die Bibel sagt, dieses Wissen um Gnade, ich weiß, mir ist alles vergeben. Diese Gnade, die trägt mich. Diese Gnade, die leitet mich dazu an, diese unverdiente Liebe Gottes. Die zwingt mich in die Knie, so hast du mich geliebt, mich Scheusal. Und da sagt die Bibel, diese Gnade, sie ist es, sie erzieht uns, dass wir die Gottlosigkeit nach und nach ablegen, dass wir uns verändern lassen wollen, dass wir Jesus immer ähnlicher werden wollen, dass wir genauso wie er dienen wollen, dass wir genauso wie er uns hinten anstellen wollen. Das ist nämlich Liebe. Liebe ist kein Gefühl. Es ist schön, wenn Gefühle dabei sind, aber Gefühle gehen, kommen, dann gehen sie wieder, dann kommen sie wieder. So ist es. Wenn die Bibel von Liebe spricht, vor allem von der Liebe Gottes, dann meint sie damit eine Entscheidung. Ich treffe die Entscheidung, mich hinten anzustellen und dir den Vorzug zu geben. Ich nehme den Nachteil in Kauf, damit du den Vorteil hast. Das ist Liebe, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe aus dem 11. oder 12. Jahrhundert ist das, aus dem 11., ja, gerade wo Mallorca, also Spanien, Mallorca da befreit wurde von den islamischen Heeren damals, und Jakob, König Jakob der Erste war dort, ja, mit ein paar Adligen und so weiter, und einer, der Raimund Lullus, der war dort am Hof des Königs und er war sterbensverliebt in eine junge Dame dort. Und er hat ihr immer seine Liebe in den buntesten und schillerndsten Worten beteuert, wie er sie liebt und ich sterbe vor Liebe. Und sie hat ihn immer abblitzen lassen. Aber er hat nicht locker gelassen und eines Tages sagt sie, okay, komm um 8 Uhr, stell dich da ein vor meinem Kämmerlein. Und er freut sich schon, ja, dass seine Wünsche hier erfüllt werden. Er kommt, klopft an, sie macht ihm auch auf, lässt ihn ein. Und da beginnt sie, ihren Brustlatz aufzuknüpfen und zeigt ihm ihre vom Krebs zerfressene Brust. Das war der Grund, warum sie ihn auf Distanz gehalten hat. Und dann hat er etwas erlebt. Diese Liebe zu ihr, von der er so überzeugt war und die er ihr immer beteuert hat, das war wie so ein Eimer Wasser. Swish, swish, leer. Die war weg, wie ausgeschüttet. Und da hat er gemerkt, das war keine Liebe. Das war Verlangen. Das war Begehren, aber das war keine Liebe. Ist in ein Kloster gegangen, hat sich zurückgezogen, hat erkannt, das war keine Liebe. Liebe, die gibt es nur bei Gott. Und hat in der Einsamkeit Gott gesucht. Und diese Liebe hat Gott zu uns, hat Jesus zu uns gehabt. Und hat sie noch natürlich. Gott ist Liebe. Und im Garten Gethsemane, da hat er keine romantischen Gefühle gehabt, der Herr Jesus. Am Abend vor seiner Kreuzigung hat er dort gebetet und war in inneren Kämpfen, hat gerungen im Gebet. Das heißt, dass Schweiß in großen Tropfen runterfiel von seiner Stirn, vermengt mit Blut. In solchen inneren Kämpfen war er. Und dann hat er gesagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann kam aber dieser Entschluss. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann hat er sich entschlossen, diesen Weg zu gehen für uns, um uns zu erlösen, frei zu kaufen, sein Leben hinzugeben,
um uns vor dem ewigen Tod zu retten. Er hat sich für uns entschieden und die Frage heute Abend ist dann, angesichts dieser Liebe Gottes, willst du, wollen sie sich für Jesus entscheiden, der sie so geliebt hat? Er hätte das nicht machen müssen, seine Herrlichkeit verlassen, plötzlich von A nach B laufen zu müssen, reden zu lernen, laufen zu lernen, er, der alles erschaffen hat, durch den alles gemacht wurde, das ist nämlich Jesus. Und all das hat er verlassen, er ist in diese Welt gekommen, diese Welt, die so rebellisch ist gegen ihn. Es ist wirklich nur eine Entscheidung entfernt. Ich schließe nur noch meine letzte Veranschaulichung, die ist mir mal so gekommen. Wir haben diese Gegenüberstellung zwischen den Religionen, dem religiösen Erlösungsversuchen und der Gnade, die Gott anbietet. Mir ist das mal so bewusst geworden am World Trade Center, dieser schreckliche Anschlag auf diese Zwillingstürme in New York. Als ich das damals im Fernsehen gesehen habe, war geschockt wie sonst was. Und dann, als die Kamera so draufgehalten hat, habe ich gesagt, was ist das? Und dann wird so näher rangegangen, gezoomt, und dann sieht man, wie Menschen vom Gebäude runterspringen in den Tod. Sie haben sich lieber in den Tod gestürzt, als dass sie beim lebendigen Leibe verbrennen. Und dieses ganze schreckliche Geschehen, das ist mir so ein Bild geworden, das uns das Evangelium erklärt. Dort ist die Welt, und wir sind da und unten lodert das Feuer, man könnte sagen, das heilige Gerichtsfeuer Gottes. Da kommt niemand lebend, niemand unbeschadet hindurch. Und ich bin dort oben und ich habe nur die Möglichkeit, mich selber zu erretten. Ja? Das ist dieser Sprung. Aber meine Sprungkraft reicht nicht. Ich kann nicht von hier mit Anlauf zum Mond hochspringen. Das sind diese vergeblichen religiösen Bemühungen, aus eigener Kraft sich zu retten. Und Jesus in diesem Bild ist wie einer dieser heldenhaften Feuerwehrmänner. Er hat einen feuerfesten Anzug, könnte man sagen. Eine Maske, ein Helm. Er kann da hindurchgehen und das hat er gemacht. Diese feuerfeste Kleidung, das ist seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Frömmigkeit, seine Hingabe, seine Liebe. Seine Vollkommenheit. Ihm macht das Feuer nichts aus. Ihm macht die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes nichts aus. Er wird Mensch. Er kämpft sich hoch bis oben an die oberste Terrasse dort oben, an das oberste Stockwerk, wo ich dann bin und auf den sicheren Tod warte. Und was macht er? Wie mit dem Hemd gerade. Er zieht mir seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und Sündlosigkeit über. Und ich komme unbeschadet durch das Gerichtsfeuer an. Die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes macht mir nichts. Ich muss ihn nicht fürchten. Und er erleidet dort oben den Tod, der mich hätte treffen sollen. Das ist für mich so ein Bild geworden. Und deswegen liebe ich Jesus, weil nur er alleine ein vollkommener Erlöser ist und absolut einzigartig. Ich brauche Gnade. Ich bin ein schwacher Mensch. Und das möchte ich Ihnen gerne zurufen und Mut machen. Treffen Sie eine Entscheidung für diesen Herrn, dass Sie auch diese Gewissheit bekommen und Frieden mit Gott haben. Dass Sie diesen festen Frieden, diese Gewissheit des ewigen Lebens in sich haben. Dass Sie wirklich, weil der Tod ist ja so eine Probe des Glaubens, dass Sie in Frieden mit Gott im Frieden wissen dürfen, es ist alles erledigt, alles in trockenen Tüchern. Jesus hat für alles bezahlt. Amen.
Gnade nicht gerecht, Hoffnung nicht Verzweiflung, bringt uns Jesus durch das Kreuz. Treue ohne Maß, Erbarmen ohne Grenzen, zeigt uns Jesus durch das Kreuz. Für Liebe, die befreit, für Gott, der uns verzeiht, dafür steht. In der Dunkelheit, für Retten zur rechten Zeit, dafür steht das Kreuz. Trost im größten Jesus durch das Kreuz. Frieden, der vereint, Leben, das zum Ziel führt, schenkt uns Jesus durch das Kreuz. Für Liebe, die befreit, für Gott, der uns verzeiht, in der Dunkelheit, für Rettung zur rechten Zeit, dafür steht das Kreuz. Seht, wie selbstlos der Herrscher der Welt zu uns steht, dass er glanzlos den leidvollen Weg für uns geht. So ist Jesus, seht wie restlos er all unsere Schuld von uns nimmt und wie selbstlos er stirbt, damit Liebe gewinnt. So ist Jesus, so ist Jesus. Für Liebe, die befreit, für Gott, der uns verzeiht, dafür steht das Kreuz. Für Licht in der Dunkelheit, für Rettung zur rechten Zeit, dafür steht das Kreuz. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr schön. Also sehr berührend. Dafür steht das Kreuz und so ist Jesus. Als er auch 2001 in mein Leben kam, weil ich gesagt habe, ich brauche dich. Herr, rette mich. Komm bitte, rette mich. Hat er alles neu gemacht. Er hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Tiefen Frieden, unbändige Freude. Ich habe die Tage danach mehr geweint vor Freude als damals, als davor, vielleicht vor Trauer. Jesus ist einfach einzigartig und wunderbar. Er, nachdem er gestorben ist, begraben wurde, das ist der letzte große Unterschied von allen Philosophen, Dichtern, Denkern, Religionsstiftern, wissen wir von den meisten heute noch, wo ihre Gräber sind. Jesus alleine hat den Tod besiegt, ist zurückgekehrt in seine ursprüngliche Herrlichkeit und ist erreichbar
für jeden, der zu ihm ruft. Für jeden Menschen. Und er hat gesagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und ihr Beladenen. Ich will euch Frieden geben für eure Seelen. Das ist der große Ruf des Erlösers. Komm. Willst du zu Jesus kommen? Triff die Entscheidung heute noch. Von 10 Menschen sterben 10. Was uns von Gott trennt, ist Schuld, ist Sünde. Man hängt nicht das schmutzige Hemd mit dem sauberen zusammen in den Kleiderschrank. So ist es tatsächlich. So wie es hier ist, wenn man hier getrennt ist von Gott und so stirbt, dann bleibt die Trennung in alle Ewigkeit. Erst muss die Sünde entfernt werden, die Schuld. Und das hat Jesus, er hat alles getan. Was an uns jetzt liegt, ist zu sagen, ja, danke, du wunderbarer Heiland. Ich will dein sein. Ich will mein Leben mit dir führen. Und es ist das Schönste, was ich erlebt habe. Ich habe viel probiert. Ich habe gemalt, Acryl, Kreide. Ich habe gesungen, ich habe Gitarre gespielt, mache ich heute noch. Ich habe Gedichte schreiben gelernt, also Metrik gelernt, das hat nachgelassen. Der Anapest, Tracheus und was es alles für Betonungsformen gibt. Ich habe griechische Philosophie gelesen, fernöstliche Mystik. Ich habe versucht, mein Leben voll zu machen, wie es ging. Ich wollte frei sein oder immer leerer, hohler. Ich wollte Ketten ablegen und am Ende war ich ein Sklave. Und Jesus hat mich befreit. Und ich will nie wieder zurück. Ich will nie wieder von Jesus loslassen. Ist das Größte und Beste, was mir je passiert ist und je passieren konnte. Denn er lebt und man kann in einer lebendigen, persönlichen Beziehung mit ihm leben. Und dazu möchte ich einladen, möchte einfach das wiederholen, was der Jesus uns in der Bibel hinterlassen hat. Lasst euch versöhnen mit Gott. Mach Frieden mit Gott. Fang ein Leben mit dem Herrn Jesus an. Es ist das Schönste, was einem passieren kann. Weil woanders kann man Gott nicht kennenlernen, außer im Sohn. Wie der Vater, so der Sohn. Und darum, komm zum Sohn. Komm zu Jesus. Ich würde das gerne so machen. Ich würde jetzt zum Abschluss gern beten. Und da können wir gerne unsere Köpfe dann neigen. Und es ist immer so eine besondere Sache. Wenn man heiratet zum Beispiel, was ist ja, das war nach meiner Bekehrung, nach meiner Entscheidung, Jesus aufzunehmen, mein Ja zu ihm zu sagen, das war danach gleich die Hochzeit, die Heirat, ja, die Schließung des Ehebundes mit meiner Frau, das war gleich das zweitgrößte Ereignis meines Lebens und das haben wir öffentlich gemacht, das haben wir öffentlich gemacht. Nicht im Verborgenen, willst du meine Frau werden? Ja, psch, nicht so laut. Sondern es war öffentlich, alle waren eingeladen. Ne? Und wir wollen das so machen, jetzt können wir die Köpfe dann auch senken und ich werde beten. Und wen das Wort Gottes selbst, das Evangelium Jesus angesprochen hat, der kann auch gerne für sich die Hand heben, einfach nur um zu signalisieren, ja, ich will mit Jesus gehen. Und das braucht auch keiner zu schauen. Wir lassen die Köpfe dann einfach unten. Und es ist einfach sehr schön. Und danach gibt es die Möglichkeit auch, ja, hier ist ein Zelt, da können wir auch das so runterlassen. Und dann, falls jemand noch Fragen hat, ein seelsorgerliches Gespräch führen möchte, einfach dort hinein. Das können wir sehr gut machen. Da kann jeder dort hineingehen. Ne? Wenn da jemand drin ist, keine Sorge, einfach dort hineinkommt. Das geht wunderbar. Da machen wir schön der Reihe nach. Da braucht sich auch keiner Sorgen zu machen. Ich stelle keine unangenehmen Fragen. Im Gegenteil, ich beantworte Fragen. Das ist, was ich gerne anbieten möchte dort. Ja. Gut, dann neigen wir unsere Köpfe. Ich spreche noch ein Gebet und zwischenzeitlich kann dann, wer es möchte, zum Ausdruck bringen durch Handheben, ja, ich gehöre Jesus. Ich will mit ihm den Rest meines Lebens gehen und in alle Ewigkeit mit ihm verbringen. Herr Jesus, ich möchte dir danken für diesen
wunderbaren Abend. Was für eine Atmosphäre unter dem freien Himmel, dass wir uns hier Gedanken machen konnten über die wichtigsten Dinge des Lebens. Wir konnten dich in den Mittelpunkt stellen. Und ich möchte beten, dass du, o Herr, Menschen errettest, zu dir ziehst mit deiner Liebe und sie frei werden, Frieden im Herzen haben dürfen und Freude durch die Gewissheit, dass ihnen alle Sünden vergeben sind und sie fortan unter Gnade leben dürfen mit dir. Offenbare dich den Menschen, den Zuhörern hier, offenbare dich in ihrem Denken, in ihrem Herzen. Wirke neues, ewiges, unvergängliches Leben, das aus der Beziehung, aus der Gemeinschaft mit dir heraus möglich ist. Mach das bitte, Herr, und lass hier niemanden nicht im Himmel, dass er nicht im Himmel wiedergefunden wird, sondern dass wir dort alle uns dort begegnen, Herr, dass jeder Einzelne gerettet wird, dass hier niemand davon geht, ohne eine feste Entscheidung und tiefen Frieden zu haben, die nur du, der lebendige Gott, geben kannst. Ja, wer das angesprochen hat, der kann gerne die Hand heben, um zu signalisieren, ja, ich möchte gerne mein Leben mit Jesus führen. Er soll mein Hirte sein, ich sein Schaf, er mein Herr und Heiland. Jawohl, hier, vielen Dank, Jesus, du siehst die Hände, die hochgehen. Ich bitte dich, schenke Gnade. Herr, du hast gesagt, kommt zu mir und ich will euch Frieden geben. Mach das bitte, Herr. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du ein treuer Herr und Heiland bist, der sein Wort hält, zu seinem Wort steht. Und schenke auch Mut, jetzt dann auch ein Leben mit dir zu führen. Schenke auch Mut, das Gespräch zu suchen. Danke, dass du ein lebendiger, barmherziger, gnädiger, liebender, vergebender Gott bist, der sich so weit erniedrigt hat und uns als geringster Knecht gedient hat. Hilf bitte uns allen, dir immer ähnlicher zu werden. Dir zur Ehre und zu unserer Freude. Amen. Amen. Wie gesagt, ich bin dann im Anschluss gleich dort. Wer die Hand gehoben hat und sagt, ich möchte wirklich noch ein klärendes Gespräch, ich habe noch ein paar Fragen, Sachen, die mir auf dem Herzen legen, oder ich kann auch eine Visitenkarte weitergeben, dann kann man mich auch anschreiben oder anrufen und sich vielleicht das eine oder andere noch vom Herzen reden, was einen vielleicht besonders bedrückt. Aber ich möchte gerne Fragen beantworten, die noch da sind. Das geht wunderbar. Anhand von Zeichnungen und so weiter, dort ist ein großer Block, da kann ich noch Sachen aufzeichnen, dass man das noch tiefer begreift und in eine noch tiefere Freude und Gewissheit hineinkommen kann.
Ja, herzlichen Dank für die musikalische Begleitung, Priska, Emma, Salome, Ludwig und auch Stefan, auch für dein Zeugnis. Danke dir, lieber Josef, für die Predigt. Josef ist übrigens Evangelist im Missionswerk Bruderhand in Wienhausen bei Celle. Und wir möchten einfach auch uns nochmal bedanken bei all denen, die sich hier heute Abend beteiligt haben, besonders auch beim Missionsbläserkreis aus Franken, die wirklich weit gefahren sind. Morgen Abend werden sie auch hier spielen. Wir möchten euch auch herzlich einladen zum nächsten Abend. Morgen wird der Missionar Henrik Ermlich aus Morlage hier ganz in der Nähe das Thema erläutern. Kann man Gott beweisen? Und ich denke, er als Missionar in Afrika hat da sicher einiges zu erzählen zu dem Thema. Da hinten ist noch ein Büchertisch aufgebaut. Da können Sie sich gerne was so von mitnehmen. Da steht auch eine kleine Spendendose, aber die Bücher können Sie sich so mitnehmen. Wir möchten Sie auch noch gerne einladen, zu bleiben heute Abend. Suchen Sie gerne das Gespräch mit den Leuten, die hier sind, vielleicht mit uns vom Team, wie auch immer, wie Sie mögen. Und da hinten wird es auch noch ein bisschen, eine kleine Stärkung geben im Bistro. Da haben sich auch einige Leute wirklich Mühe gegeben. Auch danke dafür. Ja, und jetzt kommt Josef nochmal mit einem kurzen Gebet und mit dem Segen. Genau, wir neigen unsere Köpfe, unsere Häupter. Ja, treuer Gott und Vater, vielen Dank noch einmal für diesen schönen Abend und danke für alles, was du uns geschenkt hast, für deine Liebe, deine Gnade, deine Barmherzigkeit, Herr, dass wir die Möglichkeit haben, zu dir zu kommen, dich kennenzulernen durch deinen Sohn, Herr, dass du Gnade und Vergebung anbietest für jeden Menschen. Danke für deine grenzenlose Liebe. Und jetzt schenke doch nochmal Mut, das Gespräch zu suchen, wo es notwendig ist. Du weißt es am besten. Und dort kannst du auch, wo es notwendig ist, auch Mut geben, die Aussprache zu suchen, ins Zelt zu kommen. Auch die, die ihre Hände vielleicht nicht gehoben haben. Herr, du kennst ja jeden Einzelnen und jeder kann seine Not ganz persönlich vor dich bringen. Und wer es braucht, dem gib es doch bitte Mut zum persönlichen Gespräch dann auch. Und ja, dann möchte ich gerne abschließen diesen Abend, Herr, und dich um den guten Segen jetzt noch bitten, dass du jeden gut nach Hause bringst, dass wir noch drüber nachdenken können, über all diese tiefen, tiefen Wahrheiten aus deinem Wort, aus deiner Bibel. Und ja, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen.